Und immer lauter schrauben und immer lauter und lauter und lauter und lauter, 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 lauter. Jetzt müssen wir ganz leise sein, jetzt wieder ganz normal laut. Herzlich willkommen wieder zurück bei SimCity 5, bei diesen 4. Ich habe eine Tonspur aufgenommen, bloß die war Schrott. Und genau deswegen nehme ich jetzt gerade im Nachhinein eine Tonspur auf. Ja, gut. Und das ist halt jetzt die Tonspur. Und ja, ich glaube, sie muss aufs Klo. Das Ding müssen wir jetzt auch reparieren. Bloß ich muss jetzt auch schauen, dass ich halt genau das sage, was da vorkommt. Oder dass ich halt irgendetwas sage, das halt spannend, interessant, lustig und sonst sowas ist. Ihr könnt mir ja, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, ob meine Let's Plays lustig sind, interessant oder irgendwas anderes. Und dann könnt ihr mir auch noch, wenn ihr wollt, Tipps geben, was ich verbessern kann. Ob ich Witze bringen soll, zum Beispiel Blondinenwitze oder irgendetwas anderes. Ihr könnt es mir schreiben, wenn ihr wollt, aber ich glaube, ja, müsste eigentlich so passen. Perfekt. Sie spült gerade das Klo, dann wäscht sie ihre Hände in dem versifften Waschbecken. Und da schaue ich gerade, so wie ich sehe, nach Lebensbelohnungen. Ja, ich schaue da gerade nach Belohnungen nach. Im Store. Von kleinen Büblingen. Ja, und die Anlage funkelt und glitzert immer noch. Wunderschön, das mögen wir ja immer. Und das Tolle ist, ich nehme jetzt im Nachhinein aus, so wie ich schon 3 oder 4 Mal gesagt habe. Man hört jetzt auch kein Geklicke, weil ich ja nicht klicken muss. Ich habe ja das schon vorher aufgenommen und ja. Deswegen schaue ich gerade da verrückt nach. Jetzt drückt die auf ihrem Handy rum. Und ich glaube auch, dass ich dort in der Aufnahme ein bisschen verpeilt war, weil ich habe nicht so viel in der Aufnahme gesprochen. Und, naja, sie war auch ein bisschen blöd, deswegen habe ich es auch nochmal gemacht. Und weil die Tonspur auch Schrott war. Ja, es hat es nicht gut aufgenommen, aber das macht ja eigentlich nichts. So, da spule ich gerade vor, da spule ich noch weiter vor. Spule ich noch mehr vor. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Immer mehr und immer mehr. Jetzt steht der wieder auf. Ja. Perfekt. Ich kratze gerade da mein Auge. Mein Auge, mein Auge, mein Auge. So müsste es eigentlich auch gehen. Nee, ich muss vorne bleiben, dass man mich wieder hört. Und laut, verständnisvoll und gut sprechen, weil sonst hört man mich ja nicht. Da muss ich da den Ton immer lauter schrauben und immer lauter und lauter und lauter und lauter, 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 lauter. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Jetzt wieder ganz normal laut. Perfekt. Aber der läuft auch irgendwie cool. Der hat so einen coolen Gang. Ja, ja. Alles ziemlich cool. Cool, 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 cool. So, er hat einen Erdbeerpudding. Da habe ich, glaube ich, irgendwas gedrückt. Aber die Landschaft ist auch so sagenhaft wunderschön. Ich weiß zwar nicht, wie die es gemacht haben. Die haben es wohl mit einer neuen Spielengine gemacht. Die haben ja. Das dauert aber auch immer lang. Stell euch mal vor, man wählt jetzt beim Spiel aus 1920 Pixel auf 1080. Das ist ja Full HD. Das heißt, sie müssten ja die ganzen Texturen genau in dieser Auflösung hinkriegen. Das dauert ja Monate. Wirklich Monate bis Jahre, bis man so etwas hingekriegt hat. Und das ist einfach nur sagenhaft. Und das Tolle finde ich auch, dass Sims 4 einfach nur schöner ist wie Sims 3. Aber Sims 3 ist eigentlich auch ganz okay. Bloß es hat halt Bugs und ja, Sims 4 ist da halt besser. Bloß das Blöde bei Sims 4 ist, man kann da keiner mit. Ich verhaspel mich immer noch
man kann da immer noch mit keinen Autos fahren. Vielleicht kommt es mal in den Updates oder auch nicht. Und das Blöde ist auch, wenn man jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio will oder in andere Stadtteile, muss man ja immer draufklicken und dann kommt da ja so ein Ladebildschirm. Das ist auch blöd. Und ich glaube, der kleine Junge hat ein ziemlich schlimmes Händchen, alles kaputt zu machen, was er auch nur kaputt machen kann. Aber wirklich alles. In der Küche hat er ja Kühlschrank zerdämmert. Hier hat er das Waschbecken kaputt gemacht. Irgendwann zerschießt er auch noch das Klo, wenn er drauf ist. Solange er nicht den Tisch zerhämmert, ist ja alles noch okay. Weil wenn der den Tisch zerhämmert, dann ist es nicht gut. Aber das Tolle ist auch, dass alle Sims jetzt auch multitaskingfähig sind. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann gesagt. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt wieder schön aufs Spiel. Und die ist, glaube ich, auch ein bisschen genervt, weil die aufs Klo muss. Und zwar sehr dringend, oder? Sie ist einfach nur traurig, weil sie so früh aufstehen muss und zur Arbeit gehen muss. Und der Kleine muss ja zur Schule. Und wir haben da, glaube ich, auch irgendeinen Job gegeben, was ich nicht mehr weiß. Aber das ist ja eigentlich egal, weil wir gleich wieder zu dahin gehen und dann werden wir den Job auswählen, so viel ich noch weiß, was wir dort gemacht haben. Wow, das ist nicht so gesund. Die steht ja gerade im Wasser und dort unten sprüht Funken. Und da hat sie wohl gerade aus dem Kühlschrank mechanische Sachen rausgeholt. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber die Hauptsache ist ja, dass es funktioniert. Und man kann es... Ah, genau, da habe ich, glaube ich, Malerei für die ausgewählt. Da habe ich ja die ganze Zeit angeklickt, dass die das Zeug wegmachen muss. Und so wie ihr gerade gesehen habt, wenn die... So wie jeder, das macht natürlich auch jeder. Wenn man jetzt Essen macht, dann macht man auch währenddessen Morgensport. Das ist natürlich selbstverständlich. Jetzt ist sie auf dem Klo, wäscht dort ihr Besteck. Einfach nur sagenhaft. Oder fabelhaft, kommt drauf an. Ist aber, wie denn auch sei, egal. Und da habe ich vorgespult. Ich weiß zwar nicht, warum ich immer vorspiele, aber die nächste Folge... Ich nehme immer eine halbe Stunde auf, die nächste Folge. Da werde ich dann wieder währenddessen sprechen. Da werde ich halt auch mal wieder mehr sprechen, nicht so wenig wie in den letzten Folgen. Also jetzt spreche ich ja wieder mehr, weil ich im Nachhinein aufnehme, aber ja, es ist halt auch schwierig, währenddessen aufzunehmen. Nee, nicht währenddessen aufzunehmen, währenddessen zu sprechen. Und deswegen werde ich halt auch immer mal wieder üben und trainieren, dass ich währenddessen sprechen kann, dass es halt viel besser und auch schöner ist. Ja. Da muss ich mir halt etwas aussuchen. Jetzt reißt sie auch. Ich überleg mir einfach oder denk mir aus, dass neben mir einer sitzt, dann spreche ich mit dem, obwohl ich mit euch spreche. Und dann müsste es eigentlich besser gehen. Also ich habe das noch nie probiert, aber ich werde es mal in der nächsten Folge probieren. Dann nehme ich ja wieder SimCity 5 auf und so und Minecraft und ja, alles okay und alles perfekt. Aber ich muss auch immer jetzt im Nachhinein, also ich nehme ja gerade mein Gespräch im Nachhinein auf, sonst nie. Jetzt spreche ich wieder leise, jetzt muss ich wieder laut sprechen. Ups. Jetzt muss ich halt auch schauen, wann das Video vorbei ist. Nicht, dass ich dort dann irgendetwas überspringe oder so. Das wäre dann auch ein bisschen schlecht. Wie lang? 15 Minuten 28. Gut. Ich muss jetzt noch so 6 Minuten sprechen. Dann kann ich wieder die nächste Folge währenddessen sprechen und aufnehmen. Das ist toll. Ich muss kurz husten. Oh, das hat man gehört. Gut. Also eigentlich ja nicht gut, aber egal. Da ich nicht traue. Wir müssen ja unprofessionell sein, weil unprofessionell ist natürlich nicht so gut wie professionell, aber professionell ist immer noch besser wie unprofessionell. Deswegen muss man ja unprofessionell sein. Und jetzt spreche ich mal wieder leiser.
muss mir aber auch angewöhnen, dass ich immer laut spreche und auch nicht so komisch nuschel, weil wenn man leise spricht, dann ist es ja auch blöd. Deswegen muss ich mir halt angewöhnen, dass ich immer so laut spreche. Der hat wohl Hunger, so wie es aussieht. Und jetzt werde ich mal schauen, was die hier so schön machen. Aha. Da habe ich wieder Kanalwechsel gemacht, obwohl man da den Kanal nicht wechseln kann. Also man kann schon wechseln, aber wenn man so weit entfernt ist, dann nicht. Und ja. Einfach nur perfekt. Und ich werde mir dann auch Kommentare, wenn ihr welche schreibt, wirklich zu Herzen nehmen und die mal machen. Also, es haben ja schon welche geschrieben, veränder mal was an deiner Stimme. Ich weiß zwar nicht, was ich verändern soll und ich verändere die auch nicht, weil wenn ich älter bin, dann habe ich ja sowieso eine tiefere Stimme und dann ist es leicht schöner zuzuhören, aber im Moment ist es auch schön zuzuhören. Die, wo denken, meine Stimme ist nicht okay, dann sollen die halt Let's Plays anschauen, wo die Stimme tiefer ist. Also mir macht es nichts und ja, dann sollen die halt mal wieder herkommen, wenn die Stimme tiefer ist und ich älter bin. Also ja, gut. Ich sprich da mit irgendjemandem. Einfach nur perfekt und perfekt. Warum stinken die einfach eigentlich grün? Die stinkt ja so schlimm wie so eine Stinke-Schimmelkäse. Und ein Stinke-Schimmelkäse ist ja auch schlecht, eklig und komisch. Juh. Und ich habe auch gerade mein Fenster auf. Ich hoffe, das stört nicht, weil man hört keine Geräusche. Und das Blöde ist, ich kann euch jetzt leider nicht vorlesen, was da steht. Das müsst ihr euch selber durchlesen, weil das Bild ist so klein. Ja. Blöd, blöd. Aber die Hauptsache ist ja, dass es den Sims im Spiel gut geht und ich weiß gerade nicht, was ich hier rede. Ah, sie muss aufs Klo. Deswegen tanzt man auch immer gerne auf Stühlen. Hygiene ist auch fast im Eimer. Aber das Komische ist, die schwitzen immer sofort. Wenn die was machen, dann schwitzen die immer sofort. Ja, sie schreit nach einer Dusche. Dusche, Dusche, komm her, du Dusche. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir aufgehört haben, aber das sehen wir gleich. Und dann, wenn wir es sehen, ist alles perfekt. Ich glaube, wir haben hier beim Duschen aufgehört. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder wir haben auf dem Klo aufgehört. 5 Minuten 28 geht's ja. Wir sind gerade bei 13 Minuten und Achtung und 15. Gut, dann glaube ich, dass ich da noch hier auf diesem Ding gechockt bin, ja. Die Frage ist, was habe ich dann gemacht? Die Frage ist aber auch, ah ja genau, sie muss duschen. Sie muss nicht nur, sie wird auch duschen, weil duschen ist das Wichtigste im Leben. Weil man fühlt sich ja nicht wohl, wenn man jetzt zum Beispiel 3 Jahre nicht geduscht hat. Das ist ja dann auch, naja, eklig. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Perfekt. Hört man es eigentlich so schön? Dieses, ja, hört man gut. Aha, nur noch 1,5 Minuten. Aber es macht nichts, es macht uns Spaß und ich bin auch nicht auf YouTube auf Geld aus, so wie andere YouTuber. Ich mache es zum Spaß und auch wirklich zum Spaß. Aber ich finde auch genial, wie sich die Technik vorangeschritten hat, weil im Jahr 2000, da gab es ja noch nicht so tolle Computer
und so. Und jetzt im Jahr 2014, schon gigantisch, ist eigentlich fast kein großer Unterschied, aber dennoch ein riesiger. Da gibt es jetzt schon so Elektroautos und so. Ich weiß nicht, ob es im Jahr 2000 auch schon welche gab, aber jetzt im Moment gibt es Elektroautos. Und das Blöde an Elektroautos ist, die sind erstens leise, zweitens, sie brauchen sehr, sehr lange, um sie aufzuladen, und drittens, sie sind vom Design her nicht gerade toll. Und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Achtung, jetzt, bye.